Polopadam. Früher lebte einmal ein Mann namens Polopadam. Als er einmal in einem Maisfeld umherging, sah er dort eine wunderschöne Frau mit einem reinen weißen Körper. Diese Frau hatte den Regenbogen als Leiter benutzt und war gerade erst vom Himmel gekommen. Ihr Name war der Atana. Als Polopadam der Atana so im Feld stehen sah, stellte er ihr nach und hielt sie fest. Der Atana fürchtete sich sehr und schrie: Erdenbewohner, was tust du mit mir, einem himmlischen Wesen? Ich will dich zu meiner Frau nehmen, weil du so schön bist, antwortete Polopadam verliebt. Doch der Atana antwortete: Ich will nicht, denn ich bin eine Göttin und du bist nur ein Mensch. Aber Polopadam wollte sie nicht loslassen, und nachdem die Frau ihn lange gebeten und umschmeichelt hatte und doch nicht von ihm freigegeben wurde, sagte sie schließlich: Gut, ich bin bereit, deine Frau zu werden, doch nur, wenn du versprichst, nie etwas Schmutziges zu sagen. Polopadam, der noch immer wie toll war, versprach es und sagte, dass der Atana ihn verlassen dürfe, wenn er je schlechte Worte äußern sollte. Nachdem der Atana das Versprechen Polopadams vernommen hatte, folgte sie ihm nach Hause und sie wurden ein Paar. Nach einiger Zeit gebar der Atana einen Sohn, der den Namen Pairunan erhielt. Als sein Sohn größer wurde, kaufte ihm sein Vater einen aus Gold gefertigten Kreisel. Eines Tages, als Pairunan eifrig mit seinem Kreisel spielte, wurde sein Vater von dem abprallenden Kreisel unvermittelt am Knie getroffen. Wegen seiner Schmerzen vergaß Polopadam sein Versprechen und unbewusst rutschte ihm das Wort Bondok Tiboyong heraus, ein böses Wort für die Draja. Als der Atana diese für die Ohren einer Frau schmutzigen Wörter hörte, rief sie gleich ihr Kind und sagte: Kind, dein Vater hat schlechte Worte gebraucht und jetzt verlassen wir dieses Haus und diese Welt. Sie hatte kaum ausgesprochen, als sich ein Regenbogen entfaltete und der Atana Pairunan auf dem Rücken zum Himmel aufstieg. Polopadam stürzte eilig hinterher und wollte ihr nachsteigen, jedoch fiel er wieder auf die Erde zurück. Polopadam war sehr traurig und die Bitternis seiner Reue war unsagbar. Mit allen Mitteln versuchte er, seiner Frau und seinem Kind wieder zu begegnen, doch vergeblich. Nur seine Augen wurden immer weiter, denn er starrte immerzu in den Himmel. Aber der Atana und sein Sohn waren nicht zu sehen. Er achtete auch genau darauf, ob sie sich nicht hinter einer Wolke versteckten und wieder herunterkämen. Doch auch da war niemand, der kam. Polopadam suchte nach einem anderen Weg. Vielleicht würde es ihm gelingen, über den Rand des Himmels nach oben zu klettern. Doch vergeblich. Am Meeresufer angekommen, konnte er seinen Weg wieder nicht fortsetzen. Dort saß er traurig und weinte. Als er so weinte, kam ein weißer Büffel namens Tedong Bulan, ein Bambusspeer, den Leute auf der Jagd gerade eben im Wald nach ihm geworfen hatten, steckte noch in seiner Schulter. Der Büffel fragte Polopadam: Warum weint ihr? Polopadam antwortete: Ich möchte meine Frau und meinen Sohn suchen, die im Himmel wohnen, doch ich komme nicht zum Rand des Himmels. Der Büffel entgegnete: Wenn ihr mir den Speer aus meiner Schulter ziehen wollt, werde ich euch dorthin bringen. Gut, war Polopadams Antwort
und er zog den Speer aus Tedong Bulans Schulter. Danach trafen sie ein Abkommen. Polopadang und seine Nachkommen sollten nie mehr das Fleisch des weißen Büffels essen. Wer es dennoch esse, solle von der Krätze befallen werden. Seit jener Zeit essen die Toraja das Fleisch des weißen Büffels nicht mehr. Und es ist ihnen auch heute noch verboten. Polopadang wurde von dem Büffel zum Fuß des Himmels gebracht. Doch als er dort ankam, weinte er wieder und konnte den steilen und hohen Abhang am Himmel nicht erklimmen. Als er traurigen Herzens so dasaß, stieg die Sonne empor. »Warum weinst du?« fragte ihn die Sonne. Polopadang antwortete, »Ich bin hierher gekommen, um meine Frau und mein Kind zu holen, die jetzt im Himmel wohnen. Ich will sie nicht zur Erde herunterbringen, doch den Himmelshang hier kann ich nicht ersteigen.« Die Sonne erwiderte, »Ich möchte dir helfen, doch bin ich zu heiß. Ich würde dich verbrennen, wenn ich dir zu nahe komme. Bald wird der Mond aufsteigen, mein jüngerer Bruder, und er wird dir gerne helfen und dich nach oben bringen.« Als die Sonne gegangen war, weinte Polopadang. Der Mond kam. »Warum weinst du, Mensch? Ich will meine Frau und mein Kind, die im Himmel wohnen, suchen. Doch wie kann ich zum Himmel hochsteigen?« antwortete Polopadang. Der Mond hatte Erbarmen und brachte Polopadang nach oben. Im Himmel angekommen, setzte sich Polopadang bei einer Quelle nieder. Nicht lange, und es kam ein Diener, um Wasser zu holen. Polopadang fragte, »Für wen holst du Wasser, Junge?« »Für Beatana und ihr Kind«, erwiderte der Diener. Da fragte Polopadang, »Darf ich einen Schluck Wasser trinken?« Der Diener entgegnete, »Du darfst.« Während er trank, steckte er heimlich, ohne dass der Diener es sah, den goldenen Kreisel des früheren Spielzeugs seines Jungen in das Bambusgefäß hinein. Als der Diener wieder nach Hause zurück war und das Gefäß für Pairunans Bad ausgoss, rutschte plötzlich der goldene Kreisel heraus. Da rief das Kind, »Der Kreisel, mein Kreisel!« Seine Mutter entgegnete, »Unmöglich! Hast du deinen Kreisel nicht damals auf der Erde zurückgelassen und vergessen, ihn mitzunehmen, als wir hier nach oben aufbrachen?« Und erst, als sie ihn gründlich geprüft hatte, glaubte der Atana, dass es wirklich ihres Kindes Kreisel von der Erde war. Sie rief den Diener, der das Wasser geholt hatte, und fragte ihn, wem er am Brunnen begegnet sei. Der Diener erzählte alles, was er erlebt hatte. »Vielleicht ist es Polopadang, der von der Erde hochgestiegen ist«, dachte Deatana bei sich. Am nächsten Morgen kam Polopadang zu dem Haus seiner Frau. Ihre Diener fragten, »Was wollt ihr hier?« »Ich will meine Frau und meinen Sohn Pairunan wegholen.« Die Diener gingen und versteckten Deatana und sagten, »Ihr dürft eure Frau und euer Kind nur dann wieder treffen, wenn ihr das Wasser, das heute gebraucht wird, mit einem Korb herholen könnt.« Polopadang versuchte, das Wasser mit dem Korb zu schöpfen, doch war völlig unmöglich. Zunächst war der Korb voll und er zog ihn schnell hoch, doch bis er nach oben kam, war er wieder leer. Da ging Polopadang zu einem kleinen Fluss und weinte dort. Plötzlich tauchte ein Aal auf und fragte, »Warum weint ihr?« Polopadang antwortete, »Ich soll mit diesem Korb Wasser schöpfen und wegtragen. Doch wenn ich ihn gerade erst aus dem Wasser geholt habe, ist er schon wieder leer. Wenn ich damit aber keinen Erfolg habe, werde ich meine Frau und mein Kind verlieren.« Der Aal bekam Mitleid mit Polopadang. Er schlüpfte in den Korb
und drehte und wand sich in ihm, so dass schließlich alle Öffnungen durch den Schleim von seiner Haut abgedichtet waren. Seit dieser Zeit ist es, wie der Erzähler berichtet, den Leuten in einigen Toraja-Gebieten verboten, den Aal zu fangen und sein Fleisch zu essen. Polopadam ging und brachte das Wasser im Korb zum Haus seiner Frau. Dann bat er um sie und sein Kind. Doch die Atanas Diener sagten, ihr könnt eure Frau und euer Kind wiedererhalten, wenn ihr es versteht, das Quellwasser in den Hof vor das Haus zu lenken. Polopadam begann eine Rinne zu graben, doch diese Arbeit war eine Unmöglichkeit. Er setzte sich hin und weinte. Eine Krabbe, die vorbeikam, sah den Menschen weinen und fragte, »Warum weint der Mensch?« Polopadam erzählte von seinen Schwierigkeiten und seinem Kummer. Die Krabbe wurde mitleidig und versprach zu helfen. In der Nacht arbeiteten die Krabbe und ihre Gefährten schwer und gruben einen Kanal von der Quelle bis zum Hof de Atanas. Am nächsten Morgen waren alle Leute erstaunt, als sie einen kleinen Fluss von der Quelle zu ihren Häusern fließen sahen. Doch sie erlaubten Polopadam immer noch nicht, seine Frau und sein Kind zu sehen. Sie wollten prüfen, wie groß seine Liebe war. So trugen sie Polopadam auf, 4 Körbe mit Maiskolben zu füllen, mit der Auflage, den Maiskorn für Korn in die Körbe zu tun. Polopadam, der den Mais angestrengt, Korn für Korn aufsammelte, wurde wieder traurig und weinte. Zum Glück kam ein Schwarm Mäuse vorbei, und in kurzer Zeit waren die 4 Körbe voll. Doch die Leute wollten ihm Frau und Kind immer noch nicht geben. Wenn er das Jams auf einem ganzen Feld aufgegessen habe, würde seine Bitte erfüllt werden. Polopadam versuchte, ihn zu essen, doch es gelang ihm nicht, fertig zu werden. Er verzweifelte und weinte. Als er so weinte, kam eine Schar Wildschweine aus dem Wald, und die Wildschweine halfen Polopadam, das ganze Feld mit Jams aufzuessen. Noch ein letztes Mal wurde Polopadam geprüft. In der Nacht versammelte sich das ganze Dorf in dem großen Haus von De Atana. Männer, Frauen und Kinder, bunt gemischt. Unter diesen vielen Leuten sollte er seine Frau suchen. Nur einmal durfte er wählen. Wenn er eine andere Person ergriff, sollte er mit leeren Händen zur Erde zurückkehren. Es war sehr schwer für ihn, seine Frau zu erkennen, denn im Inneren des Hauses war es sehr finster. Traurig und in Gedanken versunken, setzte er sich vor das Haus und weinte. Da sahen ihn eine Katze und ein Glühwürmchen. Sie wollten ihm helfen. Die Katze kannte De Atana und versprach, Polopadams Frau zu suchen und sich miauen vor sie zu setzen. Dann wollte sich das Glühwürmchen in den Haartracht von De Atana niederlassen. Drinnen in der Finsternis begleitete Polopadam das Glühwürmchen, wohin es auch flog. Als die Katze sich hinsetzte und vor De Atana miaute und das Glühwürmchen sich dann im Haar dieser Frau niederließ, wusste Polopadam, dass dies seine Frau war. Er umarmte die Frau und rief, »Meine Frau, De Atana, meine Frau!« Da riefen alle Leute mit einem Mal, »Zündet die Lampen an und seht, ob seine Wahl richtig ist!« Als das Haus wieder hell war, hielt Polopadam tatsächlich seine Frau in den Armen. Und jetzt nahm er sie rechtens zu seiner Ehefrau. Die Himmelsleute konnten sich nicht mehr widersetzen. Zu dritt kehrten Polopadam, De Atana und ihr Sohn Paironan zur Erde zurück und lebten immer glücklich schönen Toraja Sadan Land.